Servus Leute, ich habe mal wieder neu angefangen auf meinem zweiten Account und das heißt, ich habe auch mal wieder Ground Zero gespielt. Auf der Map war ich mindestens 2 Monate nicht mehr unterwegs und ich musste mich wieder ein bisschen zurechtfinden, wo die Quests sind, wo die Ausgänge sind. Aber der Chat und Tarkov Vicky haben mir sehr geholfen und ich habe euch die Highlights zusammengeschnitten aus den ersten 2 Raids und ja, wie ich da rangegangen bin und die Quests erledigt habe. Und ich muss sagen, Ground Zero ist jetzt eine wirkliche Anfänger-Map, also die PMCs, die da rumlaufen und das ganze Layout und sowas. Am Anfang vom Vibe ist es vielleicht ein bisschen überlaufen, aber jetzt muss ich sagen, kann man da als Anfänger da wirklich gut reinkommen. Und ich fand meine Runden auch sehr unterhaltsam und ich wollte es euch natürlich nicht vorenthalten. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Anfängertipps. Achso, ja, die sind vorhin ein bisschen untergegangen, ne? Jigsaw, du hast vorhin gefragt und dann habe ich gemeint, nicht mehr in der Runde. Anfängertipps. Tarkov Vicky ist dein bester Freund. Immer die Map offen haben. Am besten jemanden parat haben, der dir ein paar Fragen beantworten kann. Und ja. Immer ein bisschen looten. Immer ein bisschen Geld mit rausnehmen. Das ist wichtig. Und lieber aus einem Raid rausgehen. Wenn man die Möglichkeit hat und resetten und den Loot sichern, als zu viel Risiko zu fahren. Hier geht's scharf, ey. Geht's hier hinten irgendwo hoch? Wir entdecken Ground Zero. Ne, hier geht's nicht hoch, ne? Aber ja, als Anfänger. In Tarkov ist alles Erfahrung. Spielen, spielen, spielen. Und man wird sehr viel aufs Maul bekommen. So ist das. Da kannst du auch gar nichts gegen machen. Das heißt, mit dieser Erfahrung musst du leben. Da hinten ist das Auto, ne? Wird wahrscheinlich immer da sein. Hier oben lootet einer. Der kann da rausschauen. Hey Major. Yeah, what do you say? Wie kommt es mir so vor, als wäre er tot? Nee. Gibt's hier noch einen anderen Weg runter? Ach du lieber Gott. Oder ist der runter, während ich mich geheilt habe? Warum schleichen und Geräusche? Keine Ahnung. Schleichen, komplettes Schleichen war schon immer leise. Ich glaube, der Typ ist... Ach, deswegen konnte er hier rausschauen, weil der da auf das Ding hoch ist, ne? Na, können wir uns ja glücklich schätzen, dass er hier nicht saß.
Aid Vehicle Extraction Faster 9. Any Medicine Items. Muss nicht mal vorne in Raid sein. Kann man hier springen? Wahrscheinlich, ne? Oh boy. Ja, man kann springen. Ey, wieso fahre ich da raus? Was ist das für ein Bug? Den Arsch schon gelootet. Moment, was ist denn das hier? What the fuck? Woher denn Bums? Ich glaube, dann resetten wir mal. Nehmen den Car-Exit. Und passt. Nächste Runde. Als Anfänger wichtig, wenn man ein bisschen was geschafft hat, wenn man ein bisschen Loot hat. Aber wenn man anfängt, einfach reset und ab dafür. Wehe, kämpft jetzt einer rum. Tipps für den Guide, außer überleben. Es ist sehr wichtig bei der Guide einfach die Maps zu machen, die einem am schwersten fallen, wahrscheinlich mit Labs anfangen. Und du kannst doch Guide erstmal ein bisschen laufen lassen, wenn du dann 2, 3, 4 Maps vielleicht schon gewonnen hast und dann damit anfangen. Dann hast du nicht so einen langen Weg. Also einfach the Guide laufen lassen, bisschen questen und wenn du dann schon die ein oder andere Map überlebt hast, dann fängst du damit an. Hast du dich im LoL in meinen Container? So sieht es aus. Auf jeden Fall ein Grizzly, Painkiller, Propital, bisschen Ammo, CMS. GG easy, sagt er. First time always hurts. Erstes Achievement. Let's go. Level 2. Oh, ich habe 2 Leute gekillt. Hä, Moment. Ich habe ihn genadet. Hä? Ich habe ihn genadet. Wo war dem seine Leiche? Das MG und ich muss irgendwas holen. Ist das schon die Quest? Ich bin mir nicht sicher. Jawohl. Den Wein? Nee, den Wein habe ich noch nicht. Das brauchen wir nicht. Geht gut mit dem Recoil, ich sag's euch. Klar, das ist ein Game Changer mit dem neuen Recoil. I like.
Aber sie kam auch angetrampelt wie sonst was, ne? Locate the USAC PMC group at the parking lot of the Terror Group Complex. Ah, okay. First in line. Medicine, die kann ich wahrscheinlich auch kaufen, ne? Wo ist dieser scheiß Granatwerfer? Das ist die Frage. Da muss ich hin. Ey, die Scavs auf Ground Zero sind aber hardcore nervig. Die sind immer hardcore nervig. Saving the mold? What? Irgendwas fertig gemacht. Moment. Ah, okay. Krass, die hätte ich hergemusst, wusste ich gar nicht. Was war denn das? Nee, Martin, nicht kurz den Stim-Effekt, Freakshow. Ich habe den abgebrochen, weil ich ihn nie verwenden wollte. Aber man hat den Effekt deswegen nicht. Hier hinten muss ich rein, ne? Das weiß ich noch. Wie bricht man Sims ab? Maus 1 oder Maus 2? Mal alles abbricht. So, ich habe gehört, hier campen immer die Leute. Das ist schon ein bisschen her, ein paar Wochen. Der passiert immer gern. Geht's? Ich kenne die Räume noch, ey. Überhaupt kein Thema. Und Bastille, danke für den Gegifteten. Danke für den Support. Weiß ich zu schätzen, da liegt das Ding. Danke für den Sub und 45 insgesamt. So, loot mal noch ein wenig. Da hinten ist was gerannt. Bearskiff. Hier oben drin? Granatwerfer? Oder ne, hier, ne? Hier. Naja. Ich erinnere mich. Ich glaube aber, das war ein Playerskiff hier. Arues. Ah ne, PMC, okay. Das war ich, okay. Er macht den Fehler, er nimmt eine Pistole mit. Und keinen Rucksack. Riesenfehler. Du willst immer was dabei haben, um ein bisschen Loot zu verstauen.
und dich vernünftig verteidigen zu können mit der Pistole. Ich meine, okay, die haben jetzt weniger Recoil, es geht. Aber ich würde immer eine vollautomatische Waffe. Nicht aus Geiz weniger Firepower mitnehmen. So, hier muss man irgendwo hoch, ne? Ah ja. Irgendwo hier an den Fenstern ist das Bumsding. Ja, bitte ich. Hallo, Bonkers! Hallo? 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 Oh, die Spear. Oder? Nee. Bonkers. Kann ich bloß zustimmen, wunderschön gesagt. Und danke für die beste Art des Supports. Mal wieder. Hier geht's runter, oder? Takatani und dann Stairs. Wo sind die Stairs? Wo sind die Aufzüge? Ah. Ein Traum. Ja, danke für den fetten Support, Bonkers. Und natürlich Monkey geben die auch danke für den Tier 1. So, Leute, wisst ihr was? Jetzt machen wir Hallo YouTube hier draus. Das war die High-Kill-Runde. Intense PvP auf Ground Zero. Ich habe gleich noch nie 4 Kills auf Ground Zero gemacht. Von daher, wenn man schon mal Little Timmy erwischt, dann kann man auch mal Hallo YouTube machen. Ich muss sagen, also diese TMDR mit 855, ne? Miese Waffe. Richtig mies. Zweiter Raid insgesamt. Passt. Ich glaube, da wären wir Level 5. Nee, nicht ganz. Aber mit den Quests auf jeden Fall Level 5. And I've been counting-